Im folgenden SEP-Programm lernen Sie den neuen M42 16-Ventilmotor kennen. Nach dem Durcharbeiten kennen Sie die wesentlichsten Änderungen gegenüber dem M40-Motor. Sie können den Zylinderkopf demontieren und die Steuerung einstellen. Darüber hinaus erfahren Sie Wissenswertes über die Vorteile und die Wirkung der neuen Zündanlage. Beginnen wir mit einer Übersicht. Auf der Basis des M40 entstand der neue M42-Motor in Vierventiltechnik. Er ist der erste 16-Ventiler mit Fächerkrümmer in Großserie. Beim M42 wurde großer Wert auf angemessene Leistung bei niedrigem Schadstoffausstoß und geringem Kraftstoffverbrauch gelegt. Nicht zuletzt aufgrund eines völlig neuen Zündungskonzeptes. Dazu gehören eine verbesserte Motronik, speziell entwickelte Zündspulen und neue Zündkerzen. Einzelheiten sehen Sie später. Die Zündkabel sind sicher in einem Schacht untergebracht. Die Vierventiltechnik ermöglicht einen effektiveren Gaswechsel und wirkt sich deshalb positiv auf Drehmoment und Kraftstoffverbrauch aus. Die besondere Leistungscharakteristik des M42-Motors ergibt sich aus hohen Drehmomentwerten im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Gegenüber dem M40 verfügt der M42-Motor über eine Mehrleistung von 23 PS. Die Nebenaggregate entsprechen weitgehend denen des M40. Das Kurbelgehäuse wurde übernommen. Das Inkrementenrad dient als Impulsgeber für die digitale Motorelektronik. Die Ölversorgung entspricht weitgehend der des M40. Der Öldruckschalter ist nicht mehr am Filtergehäuse, sondern am Zylinderkopf angebracht. Und hier die neue Registerdrosselklappe. Je nach Gaspedalstellung wird zunächst die kleinere Drosselklappe geöffnet. Ab 10 Grad Öffnungswinkel werden dann beide Drosselklappen zusammen betätigt. An die Stelle des Drosselklappenschalters tritt ein Potentiometer. Dieses braucht nicht mehr eingestellt zu werden. Die Motronik erkennt die Drosselklappenstellung über Spannungsveränderungen am Potentiometer. Das Drosselklappenteil wird über den Kühlmittelkreislauf beheizt. Ein Vereisen der Drosselklappe wird somit verhindert. Alle Zündkabel sind mit Nummern versehen, sodass bei der Zuordnung keine Verwechslungen entstehen. In der Zylinderkopfhaube befindet sich eine Spezialzange zum Entfernen der Kerzenstecker. Die Zylinderkopfhaube wurde akustisch entkoppelt. Die Folge ist eine bessere Geräuschdämpfung. Das Herzstück des neuen 16-Ventilers ist der Zylinderkopf. Besondere Kennzeichen? Die zwei oben liegenden Nockenwellen. Zentral angeordnete Zündkerzen. Und natürlich die vier Ventile pro Zylinder.
Beide Nockenwellen werden über eine zweireihige Kette angetrieben. Eine Führungsschiene hält die Kette in der vorgeschriebenen Position. Für die automatische Kettenspannung sorgt ein hydraulischer Kettenspanner. Schmierung und zusätzliche Kühlung der Kette erfolgen über diese Ölspritzdüse. Die Nockenwellenräder sind identisch und können beliebig links oder rechts eingebaut werden. Auf der Ein- und Auslassseite ist jeweils ein Stift angeordnet. Ein Sensor an der Auslassseite übermittelt die Stellung der Nockenwelle an die Motronik. Der Zylinderkopf nimmt die Ventile auf, während Tassenstößel und Nockenwelle im Tassenstößelgehäuse untergebracht sind. Beim M40 arbeitet der Ventiltrieb über Zahnriemen, Nockenwelle, Schlepphebel und HVA-Elemente. Beim M42 dagegen treibt eine Kette zwei Nockenwellen an. Die Ventile werden über Tassenstößel betätigt. In dem Tassenstößel ist der Ventilspielausgleich integriert. Über diese Bohrung erfolgt die Ölzufuhr. Achtung! Tassenstößel müssen genauso wie HVA-Elemente immer senkrecht gelagert werden. Schauen wir uns nun die Funktionsweise des Tassenstößels in einer Grafik näher an. Stark vereinfacht besteht unser Tassenstößel aus mehreren Ölvorratsräumen, einem Hochdruckraum, einem Kolben und einem federbelasteten Rückschlagventil. Fließt nun Öl über den Zulauf in den Tassenstößel, füllt es zunächst die Vorratsräume und öffnet das Rückschlagventil. Jetzt wird auch der Hochdruckraum gefüllt. Drückt die Nocke den Tassenstößel nach unten, entsteht im unteren Teil des Tassenstößels ein hoher Druck. Das Ventil schließt wieder. Eine genau bemessene Ölmenge wird über den Leckspalt herausgedrückt. Diese Korrektur ist erforderlich, um die temperaturbedingte Längenausdehnung des Ventilschafts auszugleichen. Der Brennraum wurde gegenüber dem M40 modifiziert. Zylinderkopf und Kolben bilden gemeinsam den Brennraum. Der Zylinderkopf stellt 80% des Brennraumvolumens. Der muldenförmige Kolbenboden 20%. Das Verdichtungsverhältnis wurde auf 10:1 angehoben. Die Auslassventile sind Natrium gefüllt. Schauen wir uns nun weitere Einzelheiten des Motors an. Zu diesem Zweck wird der Motor teilweise zerlegt. Ziehen Sie zunächst mit der Spezialzange die Kerzenstecker ab. Verwenden Sie zum Ausbau der Kerzen eine spezielle Nuss mit Magnet. Bauen Sie die Zylinderkopfhaube und den vorderen Abschlussdeckel ab.
fixieren Sie die Kurbelwelle in Stellung erster Zylinder OT. Erst danach erfolgt der Ausbau des Kettenspanners. Die nähere Funktion des Kettenspanners schauen wir uns später an. Als nächstes wird die Nockenwellensteuerung demontiert. Bringen Sie die Niederdrückvorrichtung in Stellung. Und fixieren Sie die Nockenwelle. Lösen Sie die Muttern der Lagerbrücken. Muttern und Unterlegscheiben bestehen aus einem Teil. Niederdrückvorrichtung entspannen. Und umsetzen. Jetzt können die Lagerbrücken entfernt werden. Danach die Nockenwellen. Über diese Ölzulaufbohrungen gelangt das Schmieröl zu den Lagerstellen der Nockenwelle. Tja, und so kann man die Tassenstößel auch ausbauen. Bringen Sie nie die Tassenstößel mit einem Magnet in Berührung. Dieses Spezialwerkzeug verhindert, dass der Tassenstößel nach unten aus dem Gehäuse herausfällt. So lässt sich das Tassenstößelgehäuse mit Tassenstößel leicht entnehmen. Der Zylinderkopf kann aber selbstverständlich auch als Einheit ausgebaut werden. Die Zylinderkopfdichtung weist leichteckige Aussparungen auf. Diese sind nötig, um die Freigängigkeit der Ventile sicherzustellen. Im Ölzulauf zum Zylinderkopf ist hier die Drosseldüse entfallen. Gegenüber dem M40 sind die Kolben des M42-Motors 5 mm kürzer. Auch die Form des Kolbenbodens wurde verändert. Vor dem Zusammenbau des Zylinderkopfes am Motor überprüfen Sie bitte die OT-Stellung der Kurbelwelle. Danach können die beiden Tassenstößelgehäuse eingesetzt werden. Vor dem Einbau der Nockenwellen
muss der Motor etwa eine halbe Umdrehung aus der OT-Stellung herausgedreht werden. So wird bei der Montage der Nockenwellen eine Berührung der Ventile am Kolben über die befüllten Tassenstöße vermieden. Die Nockenwellen sind mit E für die Einlassseite, und A für die Auslassseite gekennzeichnet. Die Lagerbrücken sind ebenfalls mit A für die Auslassseite und E für die Einlassseite gekennzeichnet. Die Niederdrückvorrichtung bringt die Nockenwelle in die exakte Lage. Die Muttern werden danach mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen. Mithilfe dieser Absteckvorrichtung werden die beiden Nockenwellen in OT-Stellung fixiert. Damit sich nun die ölgefüllten Tassenstößel entspannen können, warten Sie bitte etwa 10 Minuten. Entnehmen Sie bitte die genauen Zeitangaben der Reparaturanleitung. Drehen Sie nun die Kurbelwelle gegen die Motordrehrichtung zurück in OT. Kurbelwelle und Nockenwellen sind einander nun exakt zugeordnet. Jetzt können die Nockenwellenräder mit der Pfeilmarkierung nach oben montiert werden. Zunächst wird der Kettenspannerkolben entspannt. Die Montagestellung ist dann erreicht, wenn der Rastring viermal hörbar einrastet. Und weil es so schnell ging, das Ganze noch einmal. Kettenspannerkolben entspannen. Und in Montagestellung bringen. In dieser Stellung wird der Kettenspannerkolben montiert.
Und so wird der Kettenspanner in Funktionsstellung gebracht. Vergessen Sie nie, den Kettenspanner in Funktionsstellung zu bringen. Motorschäden wären die Folge. Ziehen Sie nun die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an. Nach dem Entfernen der Absteckvorrichtung wird der Motor einmal durchgedreht. Danach überprüfen Sie die Zuordnung der Nockenwellen zur Kurbelwelle. Anschließend wird der Motor komplettiert. Beim M42 wird erstmals die ruhende Zündverteilung eingesetzt. Der rotierende Zündverteiler ist entfallen. Die neue Zündanlage besteht unter anderem aus einer geänderten Motronik, 4 Zündspulen und 9 Zündkerzen. Die neu entwickelte Zündkerze hat eine Dreieck-Masse-Elektrode. Neben anderen positiven Eigenschaften bietet sie eine höhere Entflammsicherheit. Der Elektrodenabstand beträgt 0,9 mm und muss nicht mehr eingestellt werden. Verständlicherweise darf in diesen Motor die konventionelle Zündkerze nicht eingebaut werden. Motorschäden wären die Folge. Bauen Sie auch nur Zündkerzen eines Herstellers in den Motor ein. Vorsicht! Die 9 Zündspulen erzeugen jeweils eine Spannung von 30 kV. Konventionelle Zündspulen dagegen nur etwa die Hälfte. Für diesen Motor wurde die Motronik M1.7 entwickelt. Rein äußerlich erkennen Sie die Motronik M1.7 am 88-Pin-Stecker. Die Motronik M1.3 dagegen am 55-Pin-Stecker. Und jetzt die wesentlichsten Änderungen der neuen Motronik. Die Motronik verarbeitet das Signal vom Zylindererkennungsgeber. Anstelle des Drosselklappenschalters arbeitet jetzt ein Potentiometer. Jede Zündspule wird über eine eigene Endstufe angesteuert. Weitere Einzelheiten zu dieser Motronik werden in einem separaten SEP-Programm vorgestellt.